Viel Zeit zum Proben bleibt dem Kammerorchester Lohne Fechter vor dem großen Konzertwochenende nicht mehr. Damme und Lohne stehen dann innerhalb von 2 Tagen auf dem Konzertplan. Das Kammerorchester ist ein reines Streichorchester. Jedes Instrument hat seine eigenen Vorteile. Die Bratsche ist ein sehr schönes Instrument, nicht? Bisschen tiefer als eine Geige. Also wenn man als Anfänger übt, spart man sich diese ganzen schrillen, hohen Töne auf der E-Seite. Es ist etwas wärmer im Klang. Nicht? Und nun bin ich auch kein Zwerg und die Bratsche ist ein bisschen größer. Also ist alles sehr handlich und passt. Dirigentin ist Astrid Riese. Die Musiklehrerin spielt seit dem 5. Lebensjahr Klavier, danach folgten Geige, Bratsche und Orgel. Als Dirigentin gibt man nicht nur den Takt an. Ich bin zwangsläufig, wenn ich da vorne stehe, in einer autoritären Position, darf diese Autorität aber nicht missbrauchen, indem ich Menschen zu nahe trete, beleidige, sondern wichtig ist, dass wir ein schönes, erfrischendes Arbeitsklima haben. Bestimmte Wahrnehmungen auch, dass nicht immer die erste Geige dominiert. Nicht immer nur erste Geige und nicht immer nur das Cello, sondern gerade die Mittelstimmen. Die haben an einigen Stellen besondere Sachen zu sagen und das soll dann auch herausgeholt werden. Neben den Sommerkonzerten arbeitet das Kammerorchester auch mit verschiedenen Chören aus Fechter zusammen. So gibt es beispielsweise gemeinsame Adventskonzerte. Sich selbst als Musiker immer wieder neu zum Üben zu motivieren, ist gar nicht so einfach. Zum Glück gibt es dabei Unterstützung. Aber wie ich hier im Orchester dranbleibe, das weiß ich. Montagabends 8 Uhr. Ne? Klappt nicht immer, man hat mal einen Termin oder sowas, das macht ja nichts. Aber so im Großen und Ganzen, es ist so einfach diese gemeinsame Runde hier, die einen dann einfach gerne wiederkommen lässt. Ne? Neben mir sitzt Franz, den kann ich doch nicht hängen lassen. Nein, hier lässt keiner den anderen hängen. Und das hört man auch. Schließlich soll das Ergebnis stimmen und harmonisch sein. Wir freuen uns natürlich hinterher, zu Ergebnissen zu kommen, aber der große Weg dahin, das sind die Begegnungen jeden Montagabend, die grundsätzlich in einer entspannten, heiteren Atmosphäre sind. Ich habe in meiner ganzen Zeit nie ein böses Wort gehört. Das Kammerorchester spielt überwiegend Stücke aus dem Barock-, Klassik- und Romantiksektor. Wer mal selbst reinhören will, sollte sich die Konzerttermine notieren oder gern auch mal zu einer Schnupperstunde bei den Proben vorbeikommen.